Hallo und herzlich willkommen zum Format Naturmedizin. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir sprechen heute wieder über Gesundheit, über Ihre Gesundheit, über meine Gesundheit. Sie sehen mich gerade etwas gehandicapt, aber dadurch ist man auch wieder sehr, sehr bewusst und sehr dankbar für die eigene Gesundheit. Und deswegen machen wir das heute auch wieder zum Schwerpunktthema. Ich habe heute einen spannenden Gast und wir sprechen über Insulinresistenz und Fettleber. Bleiben Sie dran, wir starten gleich. So, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, lieber Markus Stark, Dr. Markus Stark. Du bist Sportwissenschaftler, Dozent für angewandte Psychoneuroimmunologie, ein Zungenbrecher. Ja, ist er. Und du hast auch Expertenwissen zum Thema Ernährung. All das wird jetzt sicherlich mit einfließen in unser Gespräch, wenn wir uns mit Insulinresistenz und mit Fettleber befassen. Die beiden, also nicht nur diese beiden Symptomatiken, sind auf einem traurigen Trend, zu einer Spitze der Zivilisationskrankheiten zu werden, oder? Kannst du das befürworten oder nicht befürworten? Kannst du das bestätigen? Das ist definitiv so, ja. Ja, okay. Vielleicht magst du uns kurz sagen, hast du eine Praxis oder woraus besteht dein Tätigkeitsbereich? Also danke mal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Sehr schön, danke. Und ja, wir sind das Evosan-Zentrum, Zentrum für evolutionäre Gesundheit. Und dort beschäftigen wir uns eben alles, was rund um Gesundheit ist. Alles, also komplementär von Bewegung, Ernährung, inklusive Fasten, Fettleber loswerden, also wir bieten das alles an. Darmregeneration ist unser Schwerpunkt, weil Menschen heute sehr viele Darmprobleme haben. Und Fortbildungen im Bereich der Psychoneuroimmunologie werden bei uns angeboten. Mhm. Und das mache ich seit ca. 20 Jahren. Sehr gut, wunderbar, vielen Dank. Ja, heute bist du zu uns gekommen, um über das Thema Insulinresistenz und Fettleber, die beiden Symptomatiken sind, glaube ich, schwer voneinander zu trennen, aber fangen wir mal an vielleicht mit der Insulinresistenz. Viele haben das Wort sicherlich schon mal gehört. Mhm. Ich vor ein paar Jahren erstmals im Zusammenhang mit einem Bekannten, da kam ich dann auf die Idee, okay, könnte auch daran liegen, dass der Stoffwechsel so dahin darbt, würde ich jetzt mal sagen. Aber erklär doch bitte einmal aus deiner Fachsicht. Der Diabetiker weiß, worum es geht, die Insulinresistenz. Mhm. Aber es ist nicht nur der Diabetiker betroffen, sondern schon 50% der Bevölkerung. Wir haben eine Riesenthematik, nämlich in unserem Western Lifestyle, dass heute 50% der Menschen eine Fettleber haben, eine nicht alkoholbedingte Fettleber. Ja. 50%, also jede zweite Person. Geht sogar bei Kindern, glaube ich, habe ich schon gehört. Geht bei Kindern los, also eine dramatische Entwicklung. Und eine Fettleber bedeutet schon eine Insulinresistenz auf Leberebene. Das heißt, dass der Zuckerstoffwechsel, die Versorgung der Zellen mit Energie nicht mehr gewährleistet ist. Dann haben wir die Leberwerte, die für eine Leberdiagnostik, also Fettleberdiagnostik, nicht geeignet sind. Das heißt, man ist in einem Trugschluss drinnen, du sagst, okay, meine Leberwerte sind in Ordnung. Dann frage ich, bin ich in einer Fettleber diagnostiziert? Und ja, die habe ich. Normalerweise macht man das mit Ultraschall, schlagt aber erst an bei 5-7% Verfettung der Leber. Aber man weiß, dass eine Fettleber das Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte, Demenz um 50% erhöht. Aber ja. Das heißt, viele sind jetzt unwissend, haben eine Fettleber und haben ein sehr hohes Risiko, eine Demenz zu bekommen, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Es bleibt aber nicht bei der Fettleber. Wenn die Leber verfettet ist, ist automatisch der Kopf vom Pankreas mitverfettet. Also Bauchspeicheldrüse. Und wenn Bauchspeicheldrüse, der Kopf verfettet ist, entsteht wäre ich insulinresistent und bekomme einen Mangel an Verdauungsenzyme von der Produktion her. Das heißt, die Menschen klagen unter Verdauungsprobleme, haben einen Mangel an Verdauungsenzymen, primär für Fett und für Eiweiß. Und dann sieht man, die Verbindung Fettleber führt oft zu Verdauungsstörungen. Die Menschen glauben, sie haben ein Mikrobiomproblem, aber es liegt am Verdauungsenzymmangel, der dann mit einhergeht. Und der Fettleber erhöht eine Silent Inflammation. Und jetzt, das ist eine Kette, oder? Eine Kette. Also eine Fettleber ist Alarmzeichen, keineswegs ein banaler Befund, wie man das früher angenommen hat. Und man sollte unbedingt was tun. Das ist ein Hochrisiko. Und wenn ich das jetzt anders erzählen würde, wenn Sie jetzt nach Hause fahren mit dem Auto und Sie hätten ein 50% höheres Risiko, einen Verkehrsunfall zu haben, würden Sie dann fahren? Ja, um Gottes Willen, niemals. Ja, aber ich habe hier ein 50% höheres Risiko zur Entwicklung von schweren chronischen Erkrankungen, inklusive Autoimmunerkrankungen. Fettleber bedeutet stille Entzündung, in den meisten Fällen. Es bleibt nicht bei der Fettleber.
Es kommt dann zur Verfettung der Organe, Nierenverfettung, Herzverfettung, Organverfettung. Und dann ist, da, ist die Grundlage gelegt für die meisten chronischen Erkrankungen. Und entstehen oder Fettleber durch unseren Lifestyle? Primär unser Lifestyle. Wir bewegen uns zu wenig. Das ist definitiv Fakt. Wir müssen uns nicht mehr bewegen, um Nahrung zu suchen, so wie es evolutionär für uns vorprogrammiert ist. Die Nahrung kommt zu uns. Wir sitzen zu viel, haben zu viel oft chronischen Stress. Stress, Sitzen und Stress ist ein tödlicher Cocktail für die Zelle. Stress erhöht den Adrenalinspiegel, den Noradrenalinspiegel, den Cortisolspiegel. Der Zuckerspiegel, der Zuckerwert geht drauf. Das Organ, die Bauchspeicheldrüse muss jetzt mehr Insulin produzieren, um den Zucker loszuwerden. Das heißt, die Zelle wird voll gepumpt mit Glucose und das, was ich hier nicht brauche, wo geht das hin? Es wird in Fetten umgewandelt. Und das heißt, der Körper versucht, den Zucker aus der Blutbahn loszuwerden, speichert ihn in Fettzellen ein, die Fettzellen wachsen. Das heißt, ich durch Stress und Sitzen verfette ich meine Organe, kommt dann noch die falsche Ernährung, zu viel dazu und ich bewege mich nicht, dann ist der Teufelskreis fertig. Dann entsteht als erstes die Insulinresistenz. Und messen, man kann es messen und da gibt es einen Laborwert, das ist der sogenannte HOMA-Index. Der ist bei vielen nicht bekannt, ist ein Standardwert, der HOMA-Index. Der gibt Auskunft, wie viel Zucker in der Blutbahn und wie viel Insulin ist vorhanden. Und daraus errechnet sich ein Wert und dann sieht man, ein HOMA-Index über 2,5 ist schon ein Marker für eine Fettleber und alles über 5 schon Diabetes. Und da sind dann manche erschrocken, so, um Gottes Willen, ich habe Diabetes. Mein Langzeitzucker ist ja noch normal. Und der Langzeitzucker ist leider ein schlechter Marker zur Messung der Insulinresistenz. Okay. Also, und da sieht man schon, dass 50% und auch Kinder, Jugendliche in den Dilemma stecken. Ja, bei Kindern, ja gut, kommt es auch wahrscheinlich vom Bewegungsmangel oder in erster Linie... Zucker und Softdrinks. Zucker und Softdrinks. Man hat Untersuchungen gemacht, 14 Tage ein schwarzes, kohlensäurehaltiges Getränk. Ja, wir wissen alle, wovon wir sprechen. Ja, auch die anderen dazu führen schon zu Fetteinlagerung bei Kindern. Und ich bin erstaunt, es ist nicht machbar in Österreich, Schulbuffets Richtung Gesundheit umzustellen, den Kindern Informationen zu geben. Das ist fast nicht machbar. Was heißt es, ist nicht machbar? Sind die Schulen nicht offen dafür? Ja, Hauptgrund. Elternvereine, Hauptgrund und Schulen und Buffets nicht machbar, dort umzustellen. Sehr schwierige Aufgabe. Da sind dann andere Interessen da. Bewusstsein ist nicht da und ich sehe es ja, wenn ich in der Früh oft unterwegs bin, dass an der Bushaltestelle Kinder mit Dosen dort stehen und komplett übersäuert sind. Man muss sich nur vorstellen, eine Dose, 0,33 Liter, Standard Softdrink-Getränk, hat einen pH-Wert von 3. Theoretisch, nur in der Theorie, müsste man 33 Liter Wasser nachtrinken mit einem pH-Wert von 7, um das zu neutralisieren. Geht physiologisch nicht, kann man nicht, ist man tot, es geht nicht. Physiologisch müsste man es. Das heißt, es ist eine Säureflut für den Körper und dadurch entmineralisieren die Zähne. Die Zähne sind kaputt, die Zahnärzte natürlich schreien schon, 10-Jährige mit schwerst kaputten Zähnen, Karies am Vormarsch, das System übersäuert, chronische Müdigkeit ist da und das sind halt die Jugend, die heute in ein Dilemma reintriftet. Und dann kommt noch dazu die Fastfood, was halt angeboten wird, Massen. Österreich ist Nummer 3 der Welt. In der Fastfood-Verzehr pro Kopfverbrauch? Ach, wirklich? Nummer 3. USA, England, Österreich pro Kopfverbrauch sind wir Nummer 3. Das heißt, wir haben keine, so wie es jetzt ausschaut, keine gesunde Jugend und keine gesunde Zukunft voraus. Und dann kommt auch Bewegungsmangel, Schulsport fehlt. Bei uns gibt es ja keine, unsere Politik diskutiert es schon 10, 12 Jahre, ob man täglich eine Turnstunde verpflichtend einführt und das schaffen sie nicht. Also da gehen wir komplett vorbei. Also man sieht, die Interessen liegen woanders, nicht an Prävention unserer Kinder, Jugend, die eigentlich die Erwachsene der Zukunft, das ja, System natürlich. Der Zukunft ist. Und das System ja auch letztendlich belasten, das Gesundheitssystem. Werden frühzeitig belastet. Ja. Wir haben eine Explosion. Nicht nur frühzeitig und dann, ich generiere ja jetzt schon die Belastung, die ich dann später dann in Hülle und Fülle habe. Ne? Ja, geht auch nicht. Und wenn man sich ja die demografischen Daten anschaut, wir haben 2030 haben wir auf 3 60-Jährige einen 16-Jährigen Erwerbstätigen und der ist nicht gesund. Also das System ist an allen Ecken und Enden schon mal so sehr sanierungsbedürftig. Aber wer das in die Hand nimmt, man kann es nur mit Bewusstseinsbildung eventuell über solche Fernsehaufklärung gehen. Und ich sehe es ja bei mir, dass die chronisch Kranken sind heute 25 bis 40. Das ist die chronisch kranke Gruppe. Ja.
überfordert, nicht mehr stressbelastet, chronisch müde, erschöpft, antriebslos, psychische Probleme, Schlafstörungen. Mhm. Also die sind in einem Dilemma drin, die pflegen einen Lebensstil, der sie frühzeitig krank macht. Ja. Und dann, wenn der Punkt erreicht ist, sind sie insulinresistent, haben stille Entzündungen, keine Energie mehr, sind erschöpft, können nicht mehr schlafen, dann kommt die chemische Keule, um das Symptom irgendwo hinzulenken und sagen, ja, das ist bei uns familiär so, das ist Blödsinn, das ist nicht familiär, das ist epigenetisch erworben durch den Lebensstil. Mhm. Epigenetik dominiert die Genetik. Mhm. Und das sehe ich jeden Tag und das versuche ich auch zu vermitteln. Und man sieht es auch und jeder Zuschauer kennt eine Person, bin ich überzeugt davon, die hat den Lebensstil verändert und der wurde gesund. Ja. Hat zum Rauchen aufgehört, Bewegen aufgehört, was hast du gemacht? Ich habe minus 25 Kilo und der Blutdruck ist weg, ich schlafe wieder besser, habe wieder mehr Energie. Er hat es geändert. Und es ist die schwierigste Therapie. Mhm. Lebensstiltherapie ist die schwierigste. Ja. Ein chemisches Pulverchen zu schlucken gegen ein Symptom, das ist easy. Da fühlen sich viele wohl, das mag auch recht sein und kann auch einmal Sinn machen vielleicht, aber es ist niemals die Ursache. Ja, also ich würde mich nicht wohlfühlen mit chemischen Mitteln, weil ich dadurch eigentlich mir bewusst bin, dass ich wieder andere Dinge zeitige, weil ein chemisches Mittel ist ja nie nur, bewirkt nie nur etwas Positives an einer Stelle, ne? Oder? Ja, es ist natürlich, Wirkung hat auch Nebenwirkung. Ja, logisch. Genau. Aber ich muss auch sagen, ich wusste es als in meiner Jugend auch nicht. Ich hatte Asthma. Ich hatte 30% Lungenvolumen. Ich war schon 80 Jahre alt von meiner Lunge. Und ich war natürlich hörig und habe natürlich meine Cortisonspritz genommen. Das war auch wichtig, weil ich bekam keine Luft mehr. Ja, natürlich. Bis mir ein toller Biochemiker in einem Tagesseminar erklärt hat, warum ich Asthma habe und wie mein Immunsystem steht. Heute kann ich erklären, TH2-System zu hoch, TH1 zu nieder. Also angeboren zu nieder, die Antikörperproduktion zu hoch. Aha. Keinen blassen Schimmer gehabt damals. Und dann hat er gesagt, ja, deine Ernährung passt nicht. Dein Dünndarm und dein Dickdarm funktionieren nicht, darum hast du Asthma. Und er hat alles biochemisch, logisch, nachvollziehbar erklären können. Und dann habe ich das logischerweise umgesetzt. Und siehe da, 6 Monate später habe ich kein Asthma mehr. Ich hatte Fieberblasen 14-tägig, Aften, Asthma, alles immunologisch erklärbar. Schulmedizinisch habe ich gut 15 Jahre Cortisonspray genommen. Hypersensibilisieren gegangen, Antihistaminika geschluckt. Dann habe ich gesagt, ja, du hast Pech gehabt, familiär bedingt. Mhm. Bis ich dann die Lösung gefunden habe, auf Ursachen bezog. Und das war für mich so faszinierend und das auch weitergeben, dass wir das meiste mit Ernährung im Griff haben. Das meiste mit den bioaktiven Stoffen in der Ernährung, die eigentlich die Grundlage sind, dass wir heute überhaupt da sind als Mensch. Evolutionsbedingt geprägt. Dann eine ordnungsgemäße Ernährung, Bewegung, Stress, Darmsanierung, die spielt eine Rolle bei 90% aller Erkrankungen. Ja, und dann, das Mikrobiom. Mikrobiom und dann geht man in die Zelle, ins Mitochondrium. Mhm. Und wenn man die Schritte befolgt und bewegen geht und schauen, dass so wenig wie möglich Toxine da sind, dann sollte es kein Problem, gesund zu bleiben. Mhm. Aber zurück zur Insulinresistenz. Genau, richtig. Wenn man den Leuten erklärt, wie lässt sich das lösen? Ja. Bewegung, so gut wie es geht. Versuchen, Mahlzeitfrequenz zu senken. 2 bis 3, maximal 3 Mahlzeiten. Ich empfehle maximal 3, wenn man Sport macht. 2, wenn man an Tagen vielleicht einmal keinen Sport macht. Ich will, dass die Zelle wieder mal in einen Hungerstatus kommt. Mhm. Erst dann kann das überschüssige Fettgewebe abgebaut werden. Durch Bewegung. Ich ziehe das Fett und verbrenne es praktisch in meinen Brennöfen. Dinner canceln. Und ich reduziere die Kohlenhydratmenge. Also Dinner canceln heißt Abendessen nicht oder zu spät essen. Welche nicht? Mahlzeit es in seinem Umfeld ermöglicht. Mhm. Das heißt, nicht jeder kann sagen, am Abend lasse ich es weg, sondern wie schaut sein Lebensstil aus? Ja. Passt das für ihn am Abend weg? Soll es das Frühstück sein? Ich will, dass er 8, 12, 16 Stunden mal nichts isst. Dass das Hungergefühl entsteht. Und wenn man das einmal den Rhythmus drinnen hat, ich erkläre es den Leuten so, macht es einmal Paleo, mediterrane Ernährung. Mediterrane Kost und die Mahlzeitfrequenz runter. Das versteht Müssen jeder. Müssen wir kurz erklären, Paleo. Hat nichts mit laut Wikipedia mit den Fleischessern zu tun, sondern ich gehe dorthin, wie sind wir evolutionär programmiert worden. Mhm. Und das war frisch, naturbelassen, vollwertige Ernährung. Aha. Und dann sind wir eigentlich schon dort. Weniger Fleisch, also die Paleo-Kost wird ja medial verrissen als die Rohfleischesser. Genau. Ja, so kenne ich, so habe ich es auch schon gehört. Nein, das ist er nicht. Ich verstehe es auf evolutionärer Ebene, dass wir vollwertig gute Fette gegessen haben. Ja. Gemüse, Obst, Eier, Pilze, Nüsse und das in einer hohen Qualität und nicht zu häufig.
Also ich halte nichts von der Empfehlung, 5 Mahlzeiten pro Tag, das ist, das geht Frage nicht. Hatte ich noch im Hinterkopf, gut, dass du es ansprichst, ja. Also 5 Mahlzeiten pro Tag ist der Tod für die Zellen und für die Pankreas. Also eine Bauchspeicheldrüse, die nach einer Mahlzeit immer produzieren muss, Insulin, Verdauungsenzyme, Basen, verschiedene Sachen, die braucht Erholung. So wie Muskelerholung braucht. Ja. So braucht unsere Bauchspeicheldrüse Erholung. Und so mindestens 5 Stunden pro Tag. So 2 bis 3 Mahlzeiten, das hochqualitativ, bewegen gehen. Und dann beobachte ich, dass der Fettleber in manchen Fällen nach 14 Tagen bis 8 Wochen spätestens weg ist. Je nachdem wie Ausgangsgewicht. Man muss sich vorstellen, die Leber hat 1,4, 1,5 Kilo, bei manchen das Doppelte. Das dauert natürlich länger. Ja. Und Fettleber ist und dann sieht man, man hat Versuche gemacht, eine Woche die Menschen reduziert auf 600 Kalorien pro Tag. Das ist wenig. 600 Kalorien. Mhm. Und hat gemessen, das hat man 8 Wochen durchgezogen mit Diabetika. Nach einer Woche war der Zuckerspiegel normal. Pankreasfett minus 25%, Leberfett minus 70% nach 8 Wochen. Ach. Nach einer Woche. Und man sieht auch, dass Diabetes Typ 2 ein Lifestyle erworbenes Problem ist. Und in 6 bis 8 Wochen komplett regenerierbar wäre, wenn es gewollt wäre. Ja, aber es sind doch hervorragende Aussichten. Ja, also niemand muss mit solchen Symptomen dann auf Ewigkeit leben. Ne? Wäre nicht notwendig. Ja. Also unter Fettleber ist der Startschuss, die entsteht dann auch durchs Mikrobiom, wenn es kaputt ist. Dann entsteht die Fettleber, die Entzündung. Und die Entzündung per se durch Fettleber sorgt wieder für Insulinresistenz. Ja. Also es entsteht ein Teufelskreis. Ja. Und man sieht, das ist alles umkehrbar. Fettleber ist umkehrbar. Denn 50% der Menschen mit einer Fettleber entwickeln eine NASH, eine nicht alkoholbedingte Steatohepatitis, also Entzündungen auf Leberebene. Mhm. 50% dieser Menschen. Von denen kriegen 50% eine Leberzirrhose. Also es wird ein Riesenproblem werden und man sieht die 800 Millionen Diabetiker jetzt weltweit. Jetzt aktuell. Jede Stunde sterben 300 Menschen an Diabetes, an den Folgen von Diabetes. Jede Stunde? Jede Stunde. Weltweit? Weltweit. Hochgerechnet auf unser Planet Erde sterben jede Stunde 300 Menschen an der Folge von Zucker. Wahrscheinlich am ehesten in der westlichen Welt, Modern oder? Lifestyle. Genau. Indien hat den höchsten Zuwachs. Aber Amerika zeigt, Indien hat den höchsten Zuwachs an Diabetikern. Amerika ist ganz Vorreiter Nummer 1. Klar. USA. Dort leben aktuell 3 Millionen Menschen mit über 200 Kilogramm. Ja. Und das explodiert. Und Quality of Life geht natürlich runter. Und es ist ein Business. Es ist Business. So wie die Endokrinologen, da gibt es 2 fantastische Mediziner, das ist Professor Lustig und Johnson. Und die haben das hoch in Deutschland berechnet. Deutschland hat 20 Millionen Menschen mit metabolischem Syndrom. 20 Millionen. 8 Millionen Diabetiker. Und diese Gruppe trägt 56 Milliarden Euro zum BIP bei. Nochmal. 20 Millionen mit Menschen mit metabolischem Syndrom in Deutschland. 8 Millionen Diabetiker. Ja. Und diese Gruppe trägt 56 Milliarden Euro zum BIP bei. Zum Wirtschaftsfaktor, Business. Ach, okay. Ja, zum das BIP. Und dann sagt er, ja, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Krankheit ist Business. Ja. Und dann ist die Frage, ist das gewollt? Und meine Kunden oder die mit denen ich zu tun habe, wo schickt man heute Menschen hin, die eine Fettleber haben und Insulinresistenz? Ja. Wenn du Bandscheibenproblem hast, dann kommst du auf Reha. Dann kriegst du eine Reha. Nur wo schickt man die hin, bevor der Diabetes und krank wird? Fehlendes Bindeglied. Gibt's nicht. Gibt es nirgends. Die Menschen werden sagen, ja, sie haben eine Fettleber, vielleicht auch schon erhöhte Leberwerte oder Grenzwerte erhöht. So, ja, kommen Sie in 6 Monate Kontrolle. Sie schaffen es nicht, die Menschen. Sie können es von alleine nicht ändern, wenn sie keine Betriebsanleitung bekommen. Aber Medizin bekommen diese? Nein, noch nicht. Auch nicht. Außer wenn der Blutdruck vielleicht erhöht ist und bei Fettleber steigt ja dann die Harnsäure. Ja. Das ist ja das nächste Problem. Ja. Und Harnsäure ist ein höherer Risikofaktor als alles andere. Mhm. Also es steigen die Blutfette, Triglyceride, ja, steigen, Risikofaktor bei Fettleber. Es steigt die Harnsäure. Die Harnsäure entsteht nicht durch Purine im Stoffwechsel und Fleischessen. Das funktioniert nicht. Die Harnsäure entsteht dann, wenn die Leber zu wenig ATP hat, also zu wenig Energie, Adenosintriphosphat, was nicht mehr geschafft wird, das ist die Harnsäure zu verstoffwechseln. Dann der CRP-Wert, das ist der Silent Inflammation Marker. Der liegt dann oft bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 bis 5 ist der Referenzwert. Bei 3 reden wir schon von deutlichen Entzündungen. Also man sieht dann schon Marker im Blut, aber sagt, okay, das ist halt so. Was tut man?
Die Menschen brauchen eine Betriebsanleitung. Wie ende ich jetzt da das? Unter Kontrolle, vielleicht nach 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, wiederkehrende Kontrolle. Was hat sich getan? Und da gibt es halt sehr wenig Einrichtungen, die darauf spezialisiert sind, die das lösen. Mhm. Und wenn ich jetzt Zuschauer bin hier dieser Sendung und sage, oh, vielleicht bin ich auch betroffen, wie gehe ich denn da grundsätzlich vor? An wen wende ich mich, um so etwas herauszufinden? Zu einem Spezialisten oder zu einem guten Orthomolekularmediziner, der den HOMA-Index nehmen kann, der vielleicht das Adiponektin mitnimmt. Das ist ein Marker, zu schauen, habe ich antientzündliche Adiponektin, produziert jeder Mensch von uns. In Körperzellen, Fettzellen. Und das ist antientzündlich, schützt vor Schlaganfällen und Herzinfarkten. Das ist bei den meisten halt zu nieder. So, dann kriege ich einmal ein Bild von meinem Stoffwechsel. Wie stehe ich da? Und dann heißt es Ernährung umstellen, Bewegung und die eventuell richtigen Supplements zu geben, um den Stoffwechsel zu beschleunigen, damit ich das Leberfett abbaue. Und Disziplin. Es geht nicht anders. Ja. Man muss umstellen. Ja. Richtig. Und das schmerzt ja nicht, das ist das Thema. Eigenverantwortung. Es schmerzt ja nicht, der Fettleber und Insulinresistenz schmerzt ja nicht. Ja eben, das ist das Schlimme oder das ist das Schwierige, ne? Weil es gibt ja sicherlich eine hohe Dunkelziffer an Menschen, die sind betroffen, die es eben einfach nicht wissen. 50% der Menschen haben mal der Fettleber. Und es geht ja weiter, es bleibt ja nicht bei der Insulinresistenz. Wenn du Insulinresistenz bist, hast du einen hohen Insulinspiegel. Es steigt dann auch der Leptinspiegel. Ja, also wir produzieren alle Leptin nach dem Essen in Fettzellen und Leptin gibt ein Feedback in unser Gehirn, ob wir satt sind. Ja. Leptos heißt schlank, kommt aus dem Griechischen und gibt unserem Gehirn das Sättigungsgefühl. Aber wenn ich lange insulinresistent bin, hohe Insulinspiegel habe, kriege ich in weiterer Folge auch hohe Leptinspiegel. Jetzt habe ich beide hoch. Und dann werde ich im zweiten Schritt leptinresistent. Ach du Schande. Das ist der zweite Schritt. Und Leptinresistenz heißt, ich habe kein Sättigungsgefühl mehr. Also es fehlt mir die Sättigung. Und was passiert dann? Ich esse immer öfter, ist ein Ding. Und was man beobachtet hat, ist auch, dass, wenn der zweite Schritt schon erfolgt, Leptinresistenz, normalerweise bei gesunden, auf Zellebene empfindlichen Menschen, wir essen und das ist Belohnung. Wenn wir Hunger haben, dann essen wir und es gibt ein gutes Gefühl. Wenn es Essen geschmeckt hat, vorausgesetzt. Ja. Das ist ein Belohnungssystem. Das heißt, es wird nach dem Essen Dopamin ausgeschüttet. Wenn ich aber insulinresistent bin und leptinresistent, gibt das Signal im Gehirn, zum Nucleus accumbens, nicht mehr ausreichend, dass wir Dopamin produzieren. Was bedeutet das? Ich habe kein Glücksempfinden nach dem Essen. Was passiert? Ich esse noch mehr. Weil irgendwann muss es ja der kommen. Der Dopaminspiegel ist zu niedrig. Die Erwartung. Man hat da PET-Scans gemacht, mit dem Body Mass Index korreliert. Und geschaut, je höher der Body Mass Index, desto kleiner unser Belohnungszentrum im Gehirn. Es fehlt das Dopamin. Ja. Und Dopamin ist eigentlich unser Drive. Unser ich will, ich möchte, ich tue. Ja? Man wird ein No-Go-Typus. So, keine Lust zu. Das ist eigentlich, steht für Dopamin, keine Lust zu. Und dann fehlt die Belohnung. Was mache ich? Die Leute essen mehr. Und kommen in den Teufelskreis rein. Und sie werden resistent auf allen Ebenen. Woran kann ich denn an mir feststellen beispielsweise? Ich habe so Merkmale, Erschöpfungszustände und bin vielleicht auch depressiv, weil du sagst, Dopamin fehlt. Und wären das so Hinweise oder so erste Indizien? Insulinresistenz ist, da frage ich die Menschen immer, wie geht es ihnen nach dem Essen? Ach so, okay, wie ist Ihre Energie nach dem Essen? Und manche sagen natürlich, je nachdem was sie essen, Kohlenhydratmenge hoch, heißt die sogenannte Fressnarkose. Also die chronische Müdigkeit nach dem Essen gibt's, sollte mal nicht sein. Normal ist man energetisch ausgeglichen. So, man wird angenehm, man setzt sich hin und gibt etwas Ruhe. Aber dieses Essen und der Mittagsschlaf, der Komaschlaf zum Mittag mit einer Stunde, dann aufstehen zum Kaffeeautomaten und dann noch eine Schoki nehmen, ja, damit man den Nachmittag verbringt bis zum Abendessen und eigentlich nie richtig auf Spur kommt. Und frage ich, wie geht es Ihnen, wenn Sie mal nichts essen? Na, das geht bei mir gar nicht. Ich muss essen, weil da fühle ich mich ganz schwach und unterzuckert und werde ganz zittrig und nervös. Also dann sagen die Leute, ich bin ein Stoffwechseltyp, ich brauche 4-5 Mahlzeiten pro Tag. Das ist Alarm. Aha, okay. Das passt nicht. Dann kommt die visuelle Diagnostik, Übergewicht ist schon ein Zeichen. Ja. Da ist Fettleber vorhanden. Es gibt allerdings auch schlanke Menschen mit Fettleber. Gibt's. Ist nicht so selten. Und dann erklärt man die Symptomatik. Die Müdigkeit, energielos. Und dann kann man es labortechnisch noch verifizieren. Und dann hat man es eigentlich.
Und dann wenn es auf Papier steht, dann sind manche Menschen bereit, was zu verändern. Die wollen es erst schwarz auf weiß haben. Natürlich. Die Diagnostik und alles, und ist okay so, wollen sowieso eine Herz-Kreislauf-Vorsorgeuntersuchung, macht auch Sinn, alles anschauen lassen, und dann sieht man es schon sehr. Und wenn die dann brav sind, nach 8 Wochen muss man Veränderungen sehen. Das gibt es gar nicht anders. Mhm. Also wenn die konsequent alles umstellen, in 6 bis 8 Wochen muss es positive Veränderungen geben. Und du hast ja auch von Supplements gesprochen. Also jetzt wollen wir gleich auch den Zahn ziehen, dass es dann nicht darum geht, dass man einfach sich irgendwas hergoogelt, was hilft denn bei dem und dem, und dann einfach wahllos beziehungsweise dann Nahrungsergänzung zu sich nimmt. Also das sollte dann auch schon in Expertenhände oder beziehungsweise sollte eine individuelle Abstimmung bekommen, oder? Individuelle Abstimmung, ja, macht natürlich immer Sinn, weil jeder Mensch ist ein eigenes Phänomen und Individuum. Es gibt aber ein paar Grundregeln. Man weiß, Insulinresistenz, es entsteht auch, das ist ja interessant, 1986 hat man begonnen, um das Cholesterin von den Eiern zu streichen. Die Propaganda 1986 begonnen. Das Ei, das böse Ei, es ist ein Wahnsinn, da ist Cholesterin drin. Und dann frage ich die Leute, habt ihr schon mal was gehört von Cholin? Cholin. Nee, Cholin. Na, es ist, Cholin ist bei uns in der Deutsch-Österreich-Schweizer Gesellschaft für Ernährung, kommt das Wort eigentlich sogar so gut wie gar nicht vor. Wir haben auch keine Empfehlungen bis dorthin, so viel ich weiß, der letzte Stand. Die Arme Sams, wir Menschen brauchen Cholin. Circa 500 Milligramm pro Tag plus minus. In der Schwangerschaft noch ein bisschen mehr. Und das Ei liefert zum Beispiel die höchste Menge Cholin. Innereien liefern die höchste Menge Cholin. Cholin wird Acetylcholin, das ist einmal der Botenstoff vom Parasympathikus. Mhm. Ja. Und man hat das Ei gestrichen, und ich frage dann, essen Sie, nein, ich esse keine Eier oder wenig oder einmal in 14 Tagen. Essen Sie Innereien? Nein, weil Innereien liefern auch Cholin. So, das haben wir rausgestrichen. Mhm. Jetzt frage ich mich, wo kommt die ausreichende Menge Cholin her? Mhm. Und ein Cholinmangel führt zu Fettleber. Ja, ein Cholinmangel führt zu Fettleber. Deswegen können auch schlanke Menschen betroffen sein, die beispielsweise sagen, ich ernähre mich vielleicht vegan oder. Ja, das ist Cholinmangel, vegan, und ist Cholinmangel vorprogrammiert? Welche Chance habe ich denn als Veganer? Schwierig. Also als Vegan ist es wirklich schwierig. Man redet zwar immer nur von B12, aber das ist nur ein Teil der Geschichte von was vegan ein Mangel sein kann. Es kann es Taurin sein, es Cholin sein, es kann, also Carnitin. Also da gibt's, muss man vorsichtig sein und wirklich abklären, ob ich ja nicht in ein Dilemma komme. Ja. Aber zurück zum Thema. Die Leute sagen, esst bitte Ei. Cholin hilft. Das sind dann typische Laborbefunde. Ein niedriges HDL, 32, 30, gesunde Cholesterinspiegel zu nieder. Triglyceride erhöht. Fette, die sprechen auch nicht auf Statine an. Also die nehmen zwar einen Cholesterinsenker, aber die sprechen so gut wie nicht an. Ja? Und dann kann man Cholinsupplement geben oder Ei essen, vorausgesetzt der Darm funktioniert. Ja? Also das ist einmal die Grundvoraussetzung, das ist Vertrage. Ein Ei liefert ein hochwertiges Lebensmittel, wenn das gesund gehaltene Hühner sind. Es ist K2 drin, es ist Lactoferrin drin, es ist Schilddrüsenhormon drin, es ist Cholin drin, also wirklich ein hochwertiges Lebensmittel. Unsere Großeltern haben es alle gegessen. Ja. Es war selbstverständlich, es war notwendig, und es ist, ich finde, ein fantastisches Grundlebensmittel. Cholin ausgleichen. Und dann Vitamin B1. Absolut notwendig. Alle 75-80% der Diabetiker 1 oder 2 haben massive Vitamin B1-Mängel. Mhm. Und B1 ist Kofaktor, damit ich Glucose überhaupt in die Zelle einschleusen kann. Und dann muss man B1 geben. Und schlagartig verändert sich der Energiezustand der Menschen. Jetzt sage ich Ihnen, essen Sie weniger Kohlenhydrate, Zucker raus, weniger Kohlen, nicht komplett weg, sondern weniger. B1 rauf, messe ich auch gar nicht, veranlasse ich gar nicht, in Blut zu messen, ist nicht notwendig. Man gibt B1, die Zelle geht ein und der Zucker geht in die Zelle. Alpha-Liponsäure, Kofaktor. Ohne den kriege ich keinen Zucker in die Zelle. Die ganzen B-Vitamine, absolut notwendig für den ganzen Zitratstoffwechsel im Mitochondrium. Und vor allem die Diabetiker und Insulinresistenten brauchen mehr B1 und Alpha-Liponsäure als Kofaktor und Magnesium. Mhm. Ja. Magnesium, Magnesium, Magnesium. Je höher der Zuckerspiegel, desto mehr Magnesium brauchst du, damit überhaupt Insulin funktioniert. Ist dann gleichzeitig auch ein hoher Stresspegel, da brauchst du mehr Magnesium. Also Magnesium ist für mich das Grundsupplement bei allen Menschen, die gestresst sind. Das steht an vorderster Front. 50%, ob wir leben oder nicht, hängt am Magnesium. Okay. Und da versorgt man einfach besser, und den Leuten geht's besser.
Ich könnte dir noch stundenlang zuhören über das Thema speziell. Wir sind nur für heute und für den Moment am Ende angelangt. Aber wir werden das ganze Jahr fortsetzen mit dir. Gerne. Wir werden auch über weitere sogenannte Zivilisationskrankheiten sprechen, die einfach so radikal auf dem Vormarsch sind leider und ja. was wir tun können. Wenn sich jetzt jemand gerne von euch beraten oder vielleicht auch ausbilden möchte. Du hast anfangs gesagt, ihr bildet auch aus. Wo kann man Informationen finden? Naja, man findet bei uns im Evosan-Zentrum, www.evosan. Da kann man www.evosan.at. Okay. Dort finden wir uns und die Ausbildung gibt es an der Medizinakademie in Wien. Also das ist dann für Fachgruppen geeignet, für Gesundheitspersonal und bei uns im Zentrum für alle, die das lernen möchten. Ja, Eigenverantwortung zu übernehmen oder mal sagen, ich will eine Leberkur machen, ich will meine Fettleber ganz loswerden. Genau. Die kriegen mal eine Woche die Betriebsanleitung und können es dann praktisch zu Hause selber durchführen. Also alles ist also machbar. Eine Betriebsanleitung, die ich sonst beim Arzt nicht bekomme. Schwer bekommen, weil es ist ja nicht in der Grundlagenausbildung des Arztes drinnen. Ja, okay. Wunderbar, dann danke ich dir erstmal für deine wertvollen Inputs. Danke. Und ich danke dir, dass du dich diesen wichtigen Themen widmest, weil das geht uns einfach alle an. Es sind Zivilisationskrankheiten, die aufgrund unserer westlichen Lebensweise entstehen. Und es geht natürlich aber vor allen Dingen darum, dass wir alle Verantwortung übernehmen für uns, für unsere eigene Gesundheit. Wir haben einen Körper und pflegen wir den so gut, wie es geht. Ja, bitte. Genau. In diesem Sinne, ich hoffe, es war auch für Sie etwas Hilfreiches, etwas Wertvolles dabei und etwas, woraus Sie lernen konnten. Wir hoffen, Ihnen hier einen wertvollen Ansprechpartner auch vorgestellt zu haben. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, vor allen Dingen, wenn wir mit Dr. Markus Stark wieder sprechen über weitere Geißeln unserer Gesellschaft, wenn ich es so bezeichnen kann. Bleiben Sie gut. Oder achten Sie gut auf sich, bleiben Sie aufmerksam für sich, vor allen Dingen für Ihren Gemütszustand, für Ihren Gesundheitszustand und sorgen Sie rechtzeitig für sich und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Bis dahin alles Liebe und alles Gute. Auf Wiedersehen.